Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Elke, unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und heute möchte ich dir eine Kartentechnik präsentieren, die für mich eine Herausforderung war, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht darum, dass man einen Kartenaufleger so gestaltet, dass man eine Tiefenillusion erzeugt, ohne verschiedene Elemente übereinander zu setzen, sondern einfach nur durch verschiedene Techniken, die auf der Karte aufgebracht sind. Und ich bin nun mal nicht der super Kolorationsexperte. Ich kann das nicht wirklich toll, würde ich mal sagen. Aber trotz allem war es für mich sehr spannend zu sehen, ob ich trotz allem durch einfach die Techniken, die es gibt, eine Tiefenillusion schaffen kann. Und ja, hinterlass mir super gerne einen Kommentar, ob du findest, dass das gelungen ist. Und noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn ich dich dann mit meinem Video anregen kann, es selber auch mal auszuprobieren. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Es ist eine etwas aufwendigere Karte, als ich sie vielleicht sonst so gestalten würde. Aber jo, man muss auch mal so seine Gewohnheiten verlassen und auch mal was anderes ausprobieren. Und ja, dabei nehme ich dich jetzt gerne in diesem Video mit. Ja, das heute war, ist tatsächlich eine Karte, die ich schon lange mal ausprobieren wollte. Ich bin ja nun nicht so der Kolorations-Fan. Ich weiß nicht, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich das super gut kann und es ist auch irgendwie nichts, was mich beruhigt und entspannt. Also es gibt ja so Bastler, die, ich sage jetzt mal so diese klassischen Mandalas-Ausmaler. Dabei kann man super gut entspannen, wenn man geduldig ist, aber mir fehlt da leider oft doch die Geduld. Und das hier ist schon eine sehr, sehr aufwendige Karte, die ich jetzt auch nicht wirklich oft machen würde und auch zu den Karten gehört, die nur ganz besondere Menschen bekommen würden, weil da doch viel Arbeit drin steckt. Man kann es nicht anders sagen. Und zwar ist das Thema heute ja, auf einer Lage die Karte so zu gestalten, dass sie 3D-mäßig aussieht. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, um das zu schaffen. Und das ist einmal natürlich, dass man Lagen stempelt. Ich habe hier die Blüten übereinander gelagert. Das schafft man dadurch, dass man natürlich in so einer Blüte auch Schatten schafft. Das schafft man durch einen grauen Schatten drumherum, was ich hier gemacht habe. Da bin ich aber auch nicht so der Spezialist. Da müsste man sich eigentlich überlegen, aus welcher Richtung kommt das Licht. Jetzt habe ich es so gemacht, dass es quasi von oben kommt und habe halt hier mehr so hier die Schatten gemacht, also von hier vielleicht. Also diese Schatten wären eigentlich nicht richtig. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, da bin ich nicht so der Experte. Dann habe ich es natürlich geschafft, dadurch, dass ich hier unten drunter diese Linien gemacht habe, poppt natürlich die Blüte nochmal hoch. Und dann sind hier auch noch die Sprenkler, die natürlich auch nochmal das gewisse Etwas geben. Und das wirst du natürlich jetzt auch nach und nach sehen, wie sich das entwickelt, dass die Karte halt auch so poppt. So, das ist ein Aufleger, der ist jetzt 10 mal 14. Das ist ja so der Standard für einen Aufleger. Und den würde ich dann jetzt aber auch nochmal auf eine Basiskarte legen, die halt ein bisschen größer ist. Und zwar 14,5 mal 10,5. So würde ich das dann machen. Dann gibt das dem Ganzen nochmal einen schönen Rahmen. Aber halt Ton in Ton, weiß, ganz schlicht. Aber trotz allem, ja, ein bisschen spezieller. So, dann starten wir mal mit dieser Karte. Da habe ich hier jetzt erstmal ein Stück Flüsterweiß, was ich noch nicht zugeschnitten habe. Und das ist 14. Hoppla, 14 mal 10. Und natürlich kann man auch diese Dimensionalität dadurch bekommen, dass man halt etwas natürlich auf die Karte draufsetzt. Aber ich fand das Thema nur mit einer Lage ein
quasi 3D-Effekt zu schaffen, fand ich halt schon von der Idee her sehr interessant. So, dann lege ich mir da jetzt einfach was drunter. Ich weiß gar nicht, ja doch, beim Streifenmachen brauche ich das fürs erste Stempeln eigentlich nicht so unbedingt. Ich werde jetzt auch mal andere Farben nehmen, aber trotzdem auch mit den Painted Poppies. Und da habe ich mir nämlich hier die Masken gemacht. Das ist so ein Post-it, der komplett klebrig ist. Wo habe ich den denn mal gefunden? Tiger oder so? Ja, also finde ich immer noch ein bisschen praktischer, als wenn es nur halt so ein Post-it ist, der nur an einer Kante ist. Und da habe ich mir halt diese beiden Blüten einmal auf dem Post-it gestempelt und ausgeschnitten. Und die kann man, wie gesagt, ja dann auch immer wieder nutzen. Und ich werde jetzt die Blüte, weil ich sie gleich in blau kolorieren, in diesem Faungrün heißt es, kolorieren möchte, werde ich sie mir jetzt mal in Grau vorstempeln. Ich könnte sie natürlich auch in Faungrün vorstempeln, dann ist es wirklich Ton in Ton. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann noch gut kommt, zur Geltung kommt. Ich nehme jetzt mal Schiefergrau, ich probiere das einfach mal. Und jetzt musst du beim Übereinanderlegen überlegen, welches Element soll ganz vorne sein. Und das ist bei mir diese Blüte. Die soll ganz im Vordergrund sein und die möchte ich so quasi dahinter haben. Das heißt, ich fange mit der, die ich im Vordergrund haben möchte, an zu stempeln. Das ist von der Logik her vielleicht nicht so ganz, wie soll man sagen? Also es ist schon natürlich logisch von der oder klar von der Logik, aber erschließt sich vielleicht am ersten Moment nicht direkt. Und dann setze ich mir aber diese Blüte hier so unten drauf, in dem Schiefergrau. Und tatsächlich hätte ich es jetzt gerne in meiner aktuellen Lieblingsfarbe Rauchgrau gestempelt. Koloriert, aber da habe ich die Stampin' Blends nicht. Und ich arbeite heute wirklich mal mit den Alkoholmarkern von Stampin' Up. So, das muss natürlich im Moment trocknen, weil ich jetzt die Maske quasi draufsetze. Und wenn man das nämlich gestempelt hat, dann sieht man natürlich auch, wo die genau drauf gehört. Und die ist wirklich direkt am Rand. Sogar so, dass man quasi noch den Stempelabdruck ein bisschen sehen kann und dann setze ich mir diese Blüte halt da drunter. Eigentlich wäre es schön, wenn sie nach oben guckt, aber ich setze sie wieder da unten hin in die Ecke. So, und zwar überlappend. Und dann gebe ich dem Ganzen noch einen Moment, damit es wirklich rangeht und wenn du da ganz ordentlich nämlich Zeit gibt es, dann geht es auch wirklich bis an die Kante ran. So, dann kannst du es hier so sehen. Und ich habe mir die zweite Maske auch noch gemacht, weil ich das dann nachher brauche oder nutzen möchte, wenn ich da die Sprenkler aufgebe, dass ich die Blüten halt abdecke, damit auf den Blüten keine Sprenkler, Farbsprenkler draufkommen. So, und dann geht's ans Kolorieren. Nein, ein bisschen zu früh kolorieren gerufen. Ich hatte erst überlegt, ob ich es in Kalypso mache, aber ich glaube, ich versuche es wirklich mal in Faungrün und habe dann auch überlegt, dass ich vielleicht die Basiskarte in Faungrün mache, sodass man einen dunklen Rahmen drumherum hat. Weil man dann vielleicht auch die Streifen in Faungrün... Naja, das wird dann vielleicht ein bisschen zu viel Faungrün. Das werde ich dann am Ende nochmal gucken. Aber tatsächlich wollte ich hier noch ein paar Blüten machen, ein paar Blätter dran machen. Und auch dafür brauche ich dann natürlich die Maske. So, das ist das Blatt, was ich natürlich auch noch stempeln möchte. Und dann maskiere ich mir... Siehst du, da habe ich fast den Schritt vergessen. Maskiere ich mir hier einmal die Blütenblätter, um die... dieses Blatt da einfach auch dahinter zu setzen. Also erst sollen die Blüten sein, dahinter die Blätter und dann nochmal dahinter natürlich die Streifen. Also es muss halt so, ja, ich will Lagen erzeugen.
Und das mache ich in Farngrün. Da habe ich hier auch die Stampin' Blends, die Alkoholmarker habe ich auch. Also besser gesagt, die sind in Olivgrün. Aber Olivgrün und Farngrün, finde ich, passt von der Farbgebung her sehr gut übereinander und zueinander. So, und dann setze ich mir ein Blatt hier hin. Ein Blatt relativ nah da dran, das finde ich ganz schön. Und dann kriegt die Blüte hier unten noch ein Blatt drunter. Oh, vielleicht setze ich das diesmal doch eher hier hin. So. Aber jetzt kommen die Masken wieder rein und dann siehst du schon, das hat schon eine gewisse 3D-Wirkung, weil die halt übereinander gesetzt sind. Aber die ist natürlich noch minimal, diese 3D-Wirkung. So, dann starte ich mal mit dem Ausmalen der Blüten. Ich habe mir hier jetzt die zwei Farben genommen, aber ich werde versuchen, möglichst nur mit dem hellen Ton zu arbeiten erstmal. Und einfach über mehrere Lagen versuchen, da eine 3D, also eine Tiefe reinzukriegen und eine Struktur, dadurch, dass ich halt einfach mehrfach darüber gehe. Und diese Alkoholmarker haben ja die Angewohnheit, oder warum sie halt zum Kolorieren eigentlich sehr schön sind, ist, dass es, also jetzt sieht man noch so ein bisschen Struktur, aber das verläuft. Und dann wird das ein ziemlich gleichmäßiger, schöner Auftrag, den man sonst so mit Filzstiften oder mit Wasser basierten Stiften mit den Stampin' Write Markern nicht so schön hinkriegt, finde ich. So, und die Blüte wird jetzt natürlich recht dunkel, weil natürlich der Basiston schon sehr dunkel ist. Und ich werde dann einfach schauen, ob ich das vielleicht über den Aufheller an ein paar Stellen einfach aufgehellt kriege, ohne dass das halt wirklich extrem aufgehellt ist und wieder weiß wird. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt nicht ganz so eine düstere Blüte ist. Wie gesagt, hellere Blautöne wären jetzt hier vielleicht mit dem Rauchblau wäre vielleicht passender und schöner gewesen. Und ich koloriere das schon bewusst jetzt nach und nach die einzelnen Blätter, weil ich halt denke, dass es schon nochmal einen Unterschied macht. Kann man hier schon mal so ein bisschen noch von unten dunkelsten sein, kann ich hier schon noch mal ein bisschen reingehen und dann noch gleich die zweite Blüte. Ich stelle dich jetzt mal so in Schnelldurchlauf. Ich glaube, das Kolorieren, ja, wie gesagt, ich gehe hier jetzt in mehreren Schritten drüber und trage halt hier Farbe auf, sodass ich da ein bisschen Struktur reinkriege. Aber ich bin da tatsächlich auch nicht der Experte, muss ich ganz ehrlich sagen. Kolorieren, da gibt es sicherlich ganz viele tolle andere YouTuber, sage ich jetzt mal, die sich mit Kolorieren sehr stark beschäftigen und da ganz tolle Kreationen hinkriegen. Also da bin ich weit von entfernt. Also ich mache das so nach bestem Wissen und Gewissen, aber toll kann ich das bestimmt nicht. So, aber was ich jetzt noch mal kurz beim Übergang mache, wo ich ja eh noch hier so am Quatschen bin. Ich nehme jetzt, also die hat ja auch zwei Seiten. Huch, da ist die Spitze ein bisschen rausgedrückt. Das war jetzt, glaube ich, auch nicht so ideal. Eigentlich hätte ich da eher eine Pinzette nehmen sollen, weil jetzt habe ich mir die Spitze, glaube ich, eingedrückt. Aber hier gehe ich jetzt einfach nochmal mit dieser Buntstiftspitze lang. Und zwar genau hier an der Kante, wo der Schatten ist, wo die übereinander sitzen.
Da darf auch noch mal jetzt ein richtig guter Schatten sein. Da werde ich vielleicht auch noch mal gleich mit dem ganz dunklen reingehen. Und dann werde ich auch hier noch mal so ein bisschen Schatten hier so reinzaubern, indem ich da noch mal hingehe. Und ich werde Schatten an den Kanten, hier ist das ja so geklappt quasi. Dann ist da drunter natürlich auch ein Schatten. Und genauso auch hier an dieser Kante, wo die Blüte ist. Und hier gehe ich so ein bisschen nach. Das sieht man natürlich jetzt nicht mehr ganz so toll. Genau, und dann gibt es halt hier noch so Kanten, wo man auch nochmal die Blüte da drunter natürlich auch sitzt. Also das Blütenblatt da drunter sitzt. Und genauso auch hier bei der Blüte, da gibt es halt hier auch Blütenblätter, die oben drauf sind und Blütenblätter, die unten drunter sind. Ich sag mal, hier ist so eine klassische dunkle Kante und dann gehe ich hier einfach nochmal an den Kanten lang und gebe dem Ganzen nochmal so ein bisschen Dunkelheit. Und wie gesagt, mir ist das insgesamt eigentlich ein bisschen zu dunkel, deswegen versuche ich jetzt hier nochmal Highlights zu setzen mit dem, wie nennt er sich? Also hier steht auch drauf, Tint, ach ja, hier, Farbaufheller, genau. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal drüber gehen, vorsichtig, und helle hier nochmal das Blatt auf und verwische das hier auch nochmal ein bisschen. Und dann gibt das dem Ganzen auch nochmal Struktur, geht nochmal vielleicht so ein bisschen ineinander. Hier außen helle ich nochmal auf, weil das ist ja das, das sind ja diese quasi umgeklappten Blütenkanten. So, hier nochmal auf die. Kommt hier nochmal so ein Highlight hin. Und hier. Ja, hier habe ich jetzt versucht, wirklich hier unten ein bisschen dunkler zu werden und nach außen hin heller. Und der Nachteil bei diesen Stampin' Blends, bei den Alkoholmarkern, ist halt, dass sie ausbluten. Man kann es nicht anders sagen. Ich zeige es dir mal von hinten. Also, die drücken sich halt durch. Deswegen solltest du dir auf jeden Fall noch was drunter legen. Deswegen braucht man auch einen Aufleger und kann es nicht direkt auf die Karte aufbringen. Und ja, ich bin noch nicht so ganz glücklich über die Blüte. Die finde ich eigentlich ein bisschen zu, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist das nicht so schön gewesen, das in Grau zu machen. Vielleicht hätte ich da in einem anderen Farbton stempeln sollen. Aber nun ist es so. Und ich werde sie einfach weitergestalten, weil ich glaube, dass sie trotz allem eine sehr schöne Karte wird. Und ich finde auf jeden Fall, dass der Aufheller unheimlich viel gebracht hat, damit die Blüte ein bisschen heller ist. Vielleicht sollte ich einfach auch hier in der Mitte nochmal aufhellen.
Ich probiere das einfach aus, dass ich hier nochmal so von innen doch nochmal aufhelle, dass das nochmal so ein bisschen schöner ist und auch hier nochmal von innen so ein bisschen aufhelle, damit einfach dieses Grau einfach hier in der Mitte der Blüten, wie nennt man das, der Blütenstand einfach nochmal ein bisschen besser zur Geltung kommt. Und dann gucke ich gleich nochmal, also wie gesagt, das entwickelt sich halt auch noch, bis die Karte so getrocknet ist, wird sich das halt auch noch ein bisschen verändern. Noch ein bisschen aufhellen, einfach in die ganzen Kanten, auch da, wo ich jetzt drauf gegangen bin, wo es ganz dunkel ist, werde ich jetzt nochmal aufhellen. Mal gucken, wie sich das dann von der Karte zeigt. Und dann siehst du ja auch hier, habe ich ja drüber gemalt ein bisschen. Ich werde da jetzt einfach auch nochmal mit dem Aufheller einmal lang gehen ein bisschen. Ich finde es nicht so dramatisch, weil ich ja auch noch die schwarzen Linien aufbringe und die da vielleicht drüber gehen. Und ich werde ja auch noch mit dem Grau den Schatten anbringen. Von daher hoffe ich, dass das dann einfach nicht mehr so auffällt. So. Das muss natürlich auch noch ein bisschen trocknen und sich entwickeln. Und wie gesagt, dann sieht das halt später. Also ich finde, man kann das auch nie so ganz abschätzen, wie das Endergebnis sein wird, weil es halt wirklich, bis der Alkohol verflogen ist und getrocknet ist, sich halt immer noch ein bisschen entwickelt. Jetzt würde ich kurz einmal wieder die Masken draufsetzen und die Spritzer aufgeben. Die kannst du auch zum Schluss aufgeben, aber ich finde, das ist, glaube ich, jetzt ein guter Moment, wo ich es einfach mal machen möchte. Ich glaube, beim letzten Mal bei meiner Probekarte habe ich es wirklich ganz zum Schluss gemacht, aber ich setze da ja jetzt dann auch noch die schwarzen Streifen dann auch noch drauf und die grauen Schatten und dann finde ich, ist es eigentlich, glaube ich, ganz gut, da jetzt nochmal die Spritzer aufzugeben. Und ich hatte ja letztes Mal so blaue Spritzer drauf gemacht und ich finde jetzt eigentlich einen rosa hellen Ton schöner. Oder einen grün? Grün. Ich nehme jetzt einfach das Farngrün, was ich ja hier auch in dem von der Farbnuance hinpasst. Und dann nehme ich einfach diese Stampin' Write Marker. Tatsächlich sind die Alkoholmarker dafür nicht geeignet, sondern da würde ich dir den Stampin' Write Marker. Und dann ist es gut, wenn man seine Unterlage ein bisschen abdeckt. Damit man sich hier nicht alles vollspritzt. Und dann ziehe ich mit der Pinselspitze über den Deckel hier hinweg, über die Kante. Und spritz mir hier ein paar Spritzer drauf. Ich finde, das gibt einer Karte sowieso, also wenn du das Gefühl hast, irgendwie fehlt was, die Karte ist noch so blank oder ja, noch nicht so, da fehlt noch ein bisschen Pfiff, dann ist das auf jeden Fall immer eine Idee, die ich dir nur anraten kann, das mal auszuprobieren. Weil das einer Karte, wenn man so denkt, da fehlt noch irgendwie der Pfiff, dann ist das auf jeden Fall was, was man da gut nutzen kann. Ich habe mir jetzt den Deckel einmal so ein bisschen ausgewischt, damit ich mir das nicht alles vollschmaule, weil hier natürlich dann auch ein bisschen Farbe im Deckel ist. Und das können die eigentlich ganz gut ab, mal so ein paar Spritzer zu erzeugen. Ja, dann haben wir also die Blüte, also die Blüte in maskiert übereinander gesetzt. Und haben schon Ebenen geschaffen. Wir haben jetzt durch ein bisschen Struktur in der Blüte und in den Blättern auch schon mal so wieder ein bisschen Dimension gekriegt. Wobei, wie gesagt, da bin ich nicht der Experte. Und jetzt würde ich als nächstes erstmal die Streifen aufbringen und zum Schluss den Schatten. Wie gesagt, die Reihenfolge könntest du jetzt auch anders machen, aber so werde ich es jetzt einfach machen.
Und um die Streifen anzubringen, nehme ich mir wirklich ein ganz traditionelles Geodreieck, was einfach den Vorteil hat, dass ich hier auch diese Querlinien habe, sodass ich da schön schon eine Orientierung habe, wo ich das anlegen kann. Dann habe ich halt natürlich auch hier durch die Millimeterangaben die Möglichkeit, das in der Höhe zu verschieben, wie es mir gefällt. Und dann gibt es bei Stampin' Up diese zwei Journaling Pens, heißen die. Wie heißt es auf Deutsch? Schreibstifte in Schwarz. Und die gibt es in 0,1 und 0,5, in dick und in dünn. Beim letzten Mal habe ich den dünnen tatsächlich genommen, um die Linien zu machen. Diesmal nehme ich den dicken, weil ich ein bisschen faul bin und es einfach schneller geht, wenn ich das so mache. Und dann starte ich einfach so, wie es mir gefällt, hier unten. Und dann setze ich hier einfach die Linien an die Blüte dran. Dazwischen ist kein Zwischenraum. Und dann setze ich das einfach drüber. Und ich habe halt, wie gesagt, hier unten das an der Linie angesetzt. Dann mache ich hier unten erstmal so ein 4 mm Streifen. Dann gehe ich von da so einen Zentimeter ungefähr hoch, einen halben. Dazu nochmal eine Linie. Je nachdem, was für einen Stift du nimmst und was für ein Lineal, musst du aufpassen, vielleicht beim Hochschieben, bevor du es hochschiebst, vielleicht einmal zwischendurch hier langstreifen, weil wenn du hier Farbe am Lineal natürlich hättest, kann es passieren, dass du dir dann halt das halt so hochwischt, was bei hier zwischen natürlich kein Problem ist, aber wenn du da dann, wenn das nach außen geht, kann das eine unschöne Kante geben. So, jetzt gucke ich hier unten, jetzt mache ich da mal einen 5 mm dicken schwarzen Streifen und setze den hier so hin und dann gehe ich hier nochmal 6 mm, muss ich hier mal ein bisschen rüber wandern, dass ich das sehe. So, ich orientiere mich jetzt gerade hier. Und mache da jetzt auch nochmal einen eher schmalen Streifen. Und dann gucke ich einfach an, welcher Kante ich mich da orientieren kann. Jetzt nehme ich zum Beispiel diese hier, setze das da dran. Und da kannst du natürlich auch im Nachhinein, wenn du denkst, ach, ich mache mir noch ein bisschen mehr Streifen. Ich habe beim letzten Mal 1, 2, 3, 4 gemacht. Ich glaube, jetzt lasse ich mal nur diese drei und guck mal, wie das wirkt. Also da kannst du selber das entscheiden. So, und diese Streifen, die male ich jetzt hier ganz entspannt aus mit dem Stift. Und ja, das mache ich jetzt in Ruhe. Und wenn ich das fertig habe, dann hole ich dich mal wieder, weil da brauchst du, glaube ich, noch nicht mal zuzugucken. Das ist ja ganz klar, wie man das macht, oder? Bis gleich. So, tatsächlich, wenn ich es jetzt ausgemalt habe, finde ich die Streifen eigentlich zu gleichmäßig. Also der ist fast genauso dick wie der und der ist nur ein Hauch dicker. Das finde ich jetzt irgendwie gerade nicht so schön gelungen. Deswegen habe ich mir gerade überlegt, beim fertig machen, dass ich diesen Streifen hier einfach nochmal wirklich noch extremer dicker mache, den mittleren. Und dadurch dann halt hier auch der Abstand natürlich zwischen den zwei Streifen nur so dünn wird. Ich glaube, das gibt nochmal den Ganzen, dass das nochmal ein bisschen verändert aussieht. Und dann habe ich mir überlegt, mache ich hier oben noch einen schmalen Streifen hin. So, und tatsächlich habe ich jetzt auch hier unten nochmal einen Streifen angebracht. Man sagt ja immer, so eine 5 ist harmonischer. Ich weiß nicht, ich finde es hier jetzt nicht so
extrem auffällig. Also du siehst schon, es ist sehr unterschiedlich von denen. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich besser oder schlechter finde. Ich finde beides gut. Ist halt unterschiedlich. So, also, dann haben wir jetzt also die Dimension geschaffen, indem ich hier halt die Blüten übereinander gestempelt habe. Ich finde sie immer noch nicht so optimal. Ja, mal gucken, wie ich das noch, ob die da, ob ich da noch eine Verbesserung hinkriege. Tatsächlich finde ich die in Rosa jetzt doch besser gelungen. Also ich würde dann tendieren, eher nochmal in hellere Töne zu gehen. Vielleicht probiere ich das tatsächlich nochmal mit dem Calypso aus, dass es halt dann wirklich ganz hell oder noch heller ist. Oder so ein Zartrosa vielleicht auch. Oder in so hellen Brauntönen. Ich weiß es nicht. Vielleicht probiere ich das nochmal aus. Wenn ich das dann ausprobiert habe, werde ich es auf jeden Fall auf Instagram nochmal zeigen. So, also, wir haben jetzt Dimension dadurch, dass wir also die Blüten übereinander und die Blätter dahinter gesetzt haben. Hier ein bisschen dunkel. Das ist sehr rausgelaufen, leider. Aber gut, das kriege ich jetzt vielleicht noch mit dem Schatten hin. Denn das ist ja das Letzte, was ich jetzt noch anbringe. Also durch die Linien habe ich halt nochmal eine Ebene geschaffen, durchzeichnen. Und jetzt komme ich, gehe ich nochmal mit dem Stampin' Blend, mit dem ganz hellgrauen. Hell Schiefergrau gehe ich jetzt nochmal an der Kante lang und ich nehme da die quasi Filzstift-Seite und ich gucke mal, dass der Schatten, also dass die Sonne von hier quasi kommt und mache jetzt wirklich nur Schatten an diese Seiten. Und dann hier unten nochmal ein bisschen, hier mehr, hier dann weniger und hier unten auch nochmal. Also wenn die Sonne hier so drauf scheint, dass das halt quasi dann hier so der Schatten ist. Und dadurch kriege ich jetzt hier eh nochmal einen Schatten rein. Dann ist das Grüne weg. So, mache ich das jetzt hier rein. Doch hier an der Kante dran. Versuche das so ein bisschen spitz zulaufen zu lassen. Hier dran. Hier brauche ich jetzt auch bei dem Schwarzen nicht so aufpassen. Da kann ich drüber gehen und gebe hier echt noch so einen Schatten drunter. So, und zack. Ich finde, das gibt den extremsten Effekt, dass man da das Gefühl hat, dass da Dimension entsteht. Gerade auch hier so, ne? Dieser Schatten. Ich finde, der Schatten macht es wirklich aus. Ja, und wie gesagt, jetzt könnte ich das entweder auch auf eine ganz schlichte weiße Grundkarte setzen. Oder hier werde ich auch noch mal gucken. Da hole ich mir kurz mal Zaungrün. Ach, guck mal, da habe ich noch so einen Rest. Dann schneide ich mir da draus mal kurz noch eine Grundkarte mit 14,5 in der Höhe. Hat es eigentlich fast. Ich drehe es noch mal um und gucke noch mal. Ja, ein Hauch mehr. Da schneide ich den Hauch noch mal ab. Also 14,5. Und dann falte ich das bei 10,5 in der Mitte. Und dann setze ich das hier drauf und ja, das gefällt mir gut. Das gibt dem Ganzen einen dunklen Rahmen. Dadurch wird die Blüte, wirkt dadurch, finde ich, ein bisschen heller, obwohl es der gleiche Farbton ist. Ich glaube, da gehe ich einfach nochmal mit dem Aufheller drüber, komplett.
dass das wirklich nochmal vielleicht so ein bisschen sich nochmal alles gleichmäßiger gestaltet. Auch hier, dass das nochmal vielleicht besser ineinander fließt. Obwohl ich jetzt diese Struktur, die das bekommen hat durch diesen Aufheller, auch nicht schlecht finde. Also ich meine, so ein Blütenblatt ist ja auch nicht immer durchgängig farbig. Von daher alles finde ich das eigentlich auch nicht schlimm. Aber es ist doch sehr wolkig durch den Aufheller geworden. Und das, dieses Wolkige hat man natürlich nicht, wenn man direkt mit helleren Farben arbeitet. So. So, nochmal die Schatten auch ein bisschen aufhellen und das verteilen. Ich finde, ja, das finde ich nochmal richtig gut. Ja, das hat es jetzt, glaube ich, echt nochmal gebracht. Mal gucken, wie das gleich aussieht, wenn das jetzt nochmal richtig durchgetrocknet ist. Aber dann setze ich jetzt einfach diesen Aufleger wirklich hier drauf, diesen da drauf. Und ich muss sagen, jetzt langsam mit dreimal mit dem Aufheller drüber finde ich das richtig, richtig gut. Deswegen werde ich jetzt einfach auch nochmal den Aufheller hier benutzen und wirklich nochmal komplett hier mit dem Aufheller drüber gehen. Das finde ich gerade wirklich schön. Tatsächlich mag ich es auch, dass das dann so eine, diese, sieht fast ein bisschen aquarellig aus. Das finde ich ganz cool gerade. Gibt einen schönen Effekt. Ja, also dann setze ich mir das jetzt mal kurz noch auf die Grundkarten und das klebe ich auch wirklich flach und auch hier jetzt mit dem Flüssigkleber drauf, dass ich da einfach schlicht das als... Könntest da jetzt auch noch eine Unterlage, also mit Dimensionals das natürlich draufsetzen oder vollflächig ein bisschen Moosgummi drunter geben. Dann würde die Karte natürlich auch nochmal richtig Stabilität kriegen. Aber der Effekt, dass das hier ja nur eine Lage auf der Karte ist, die aber so dimensional ist, und wie gesagt, ich bin da wirklich kein Experte, aber dafür, dass ich das nach meiner Meinung wirklich gar nicht gut kann, ist es ziemlich gut gelungen. Und hier, ach, das wollte ich noch zeigen, hier bin ich erst mit dem Stampin' Write Marker in Grau lang gegangen und das ist viel zu dunkel. Also es ist schon cooler, wenn das wirklich mit dem hellen Blend gemacht wird. Dann gibt das so einen richtig schönen Schatten, also mit so einem ganz hellen, zarten Grau gibt es einen tollen Schatten drunter. Ich bin hier, von dieser Ecke bin ich gerade mega begeistert. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin gerade nicht so sicher, ob es vielleicht auch cool wäre, hier noch einen Schatten zu machen. Aber von der Sonneneinstrahlung her würde hier ja kein Schatten entstehen, sondern wirklich nur auf der sonnenabgewandten Seite unter den Kanten. Deswegen, ich lasse es jetzt mal so. Ja, und bin tatsächlich wirklich ganz zufrieden auch mit der Farbwahl. Also wie gesagt, ich würde tendenziell eher sehr helle Töne jetzt nochmal probieren für die Blüte. Weil ich finde gerade jetzt das mit dem Aufgehellten hier sieht richtig gut aus. Auch wenn es diese Struktur jetzt bekommen hat durch den Aufheller. Was natürlich, wenn man grundsätzlich mit helleren Tönen gearbeitet hätte, nicht wäre. Und ich finde auch die Spritzer im Hintergrund sehr schön. Also ich muss sagen, hat mir Spaß gemacht, es auszuprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so... die Art von Karte ist, die ich jetzt noch
hunderte von Malen ausprobieren würde. Tendenziell wahrscheinlich nicht. Wobei ich das mit dem Schatten wirklich cool finde, muss ich sagen. Das finde ich richtig, richtig toll. So, da hat der Postbote geklingelt und mich mal komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, was ich noch erwähnen wollte. Gleich im Abspann, der nach meiner Verabschiedung folgt, findest du mal den Abonnier-Button für meinen Kanal, damit du auch kein Video von mir verpasst. Da würde ich mich natürlich super freuen, wenn du das abonnieren würdest. Und außerdem wird dir dann natürlich auch nochmal ein Video vorgeschlagen, wo ich dir noch eine andere Karten- oder Verpackungsidee zeige. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute, wünsche dir eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Tschüss!